So, da sind wir auch schon wieder bei Deponia. Wir müssen immer noch das Rohr hier irgendwie hinkriegen. Wir müssen... Ja, na klar, wir müssen den Schornstein aufkriegen. Dann haben wir ja den Ofen aufgemacht. Nur wie kriegen wir den Schornstein auf? Niemals. Und Toni wird es... Können wir zufällig irgendwas hiermit kombinieren? Wir können... Kaputt. Hä, hey, warum würdest du das machen? Jetzt muss ich noch mehr dafür... Mann, Rufus. Mit leeren Ballons ist das... Das muss... Nee. Und... Nee. Niemals. Und Toni wird... Au, blödes... Was können wir noch machen? Ich hole erstmal neues Lachgas. Mann, Rufus, was sollte das denn? Können wir das nochmal machen? Einer reicht vor. Ja, aber wenn du ihn schon wieder kaputt machst, ne? Okay. Ballon mit Lachgas von dem Dartpfeil fernhalten. Mit den Sprengungen müssen wir, glaube ich, nichts mehr machen. Hoffe ich jedenfalls, sonst verpasse ich hier wirklich was. Ich probiere mal was. Willst du Lachgas haben, Lotti? Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Ja. Wie wär's für den Gizmo etwas? Na? Bastian, ihr wisst schon. Lachgas und so. Hier. Gizmo hat meine Philosophie zur Um- und dabei geht sie nur in eine Richtung. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutz... Sie haben eine... Ja. Das war mein Letzt. Es gab einen... Und ich glaube... Ich... Und glaub... Okay. Doch, aus dein... Danke. Nicht wirklich... Aber noch was in deinem Knopf, das wir nicht entdeckt haben? Nein, haben wir nicht. Nur einen Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Das wissen wir ja schon. Können wir vielleicht den Karton anzünden, wenn da oben schon so ein schönes Brandzeichen ist? Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ey! Mach das doch jetzt! Dann kriegen wir den von hier weg. Warum haben wir irgendwie den von da wegkriegen müssen? Aber ey! Oh Mann! Hier ist noch der Automat. Pff. Wir müssen uns um Wenzel kümmern. Hey Wenzel, was gibt es? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Bis später. Genau. Der ist so nervig, dieser Wenzel. Das ist unglaublich. Ja, ins Badezimmer. Hier haben wir nämlich den Kaminofen. Wo wir dann nämlich eben Wasser reinschütten würden. Aber wir müssen noch weitermachen. Dartfall? Ich brauche keinen. Ich bin bereit. Nee, wir müssen... Ballon mit Lachgas vielleicht.
Ja, klar. Oh. Ey, warum müsste die Klappe wieder zugehen? Wenzel hat eine Schuld. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Okay. Wir brauchen noch irgendetwas anderes. Irgendetwas, das wir da dran packen. Wie. Was weiß ich? Irgendetwas, damit der Schornstein aufbleibt. Wie kann der denn aufbleiben? Dietrich? Oder ich. Nein, das wäre kein Dartpfeil mit Ballon, aber vielleicht Ballon mit Dartpfeil. Nee, okay. Das ist es nicht. Was können wir denn noch? Vielleicht müssen wir zuerst was anderes reinpacken. Dann bei den Schornstein. Nicht, dass ich irgendwie wüsste, mit was wir den kopieren könnten. Hier mit dem Kaminofen, den man auch schon wieder zumachen kann. Okay, cool. Aber mach ich mal wieder auf. Dietrich da rein? Oder? Ja, komm. Dafür haben wir schon ausprobiert, stimmt. Ha. Ja, Ballon mit Lachgras. Vielleicht noch ein Ballon. Einer reicht vor. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Der Clown. Clown. Handschuhe ist gerecht. So baut man. Es hat Wochen Was können wir machen, damit der aufbleibt, der Schornstein? Moment, ich pack den da nochmal rein, den Ballon. Eventuell. Ich probiere gerade nochmal was aus. Und warum immer nur einen? Warum können wir nicht gleich für mehrere Versuche was mitnehmen? Mann! So. Vielleicht, da gibt es ja diese kleine Zwischensequenz. Vielleicht müssen wir da währenddessen was machen. Nee, okay. Warum auch immer ich da gerade eben haben was anklicken konnte. Wir müssen mit irgendwas dafür sorgen, dass der Schornstein aufbleibt. Aber womit? Wenzel hat eine Schießer-Ego. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Ich meine. Wie machen wir das? Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Der Wassertank. Ja, da bin ich gerade echt ein bisschen überfragt. Vielleicht mit irgendwas irgendwie von oben so? Irgendwie? Keine Ahnung. Ich probiere doch nur aus. Hier hatten wir insofern ja schon alles abgegrast. Ich probiere das mal von oben. Aber das wird ja nichts ändern. Das könnte die Schumme, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Eben. Können wir den mit irgendwas beschweren? Du
Nein, dies ist ein trauriger der Tag meiner... Moment mal. Nein, der Tag... Moment. Das könnte den oben halten, dumm nur, dass die ganze nach oben fliegen. Ja. Ist wirklich sehr dumm. Ha. Bin gerade ein bisschen überfragt. Klar, der Haken. Wir brauchen einen Haken. Finger weg von meinen Sachen. Klar, wir brauchen einen Haken. Das mache ich lieber woanders, wo Toni nicht hinsieht. In meinem Inventar zum Beispiel. Gewichte, Anker, was man halt so... Die brauchen den Haken. Dafür muss Toni weggucken. Hey, was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme... Dann kann ich meinen offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen... Ausatmen. Na bitte. Zack. Ah, autsch. Ey. Aua. Guck mal. Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Okay, wir haben den Apothekenschlüssel und wir haben einen Haken. Ja. Super. Damit hätten wir das. Ein Luftballon mit Haken. Und bevor wir aber uns um Wenzel kümmern, gehen wir noch eben zur Apotheke. Denn ich glaube, da finden wir irgendein Gefäß, um die Batteriesäure reinzupacken. Sodass wir vielleicht schon in dieser Folge den Kaffee haben werden. Was haben wir denn hier? Ein Beruhigungsmittel. Das war's. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Können wir das auch ausschütten, wie davor? Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Ja, ich wollte ja auch, dass es wegschmeißt. Weil das, was da drin ist, brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja schon ein Beruhigungsmittel. Okay, egal. Wenn es jetzt Haus, tralala, Badezimmer. Und der Ballon in den Kaminofen. Yay! Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Doch, das ist sehr witzig, denn jetzt können wir ihm Wasser hier reinkippen. Okay, erstmal hier dagegen treten, denke ich mal. Klack. Genau so möchte ich das haben. Okay, jetzt war hier Wasser. Hä? War hier nicht Wasser?
Wenn mich mein Brillant. Vielleicht müssen wir nochmal mit Wenzel reden jetzt. Hey Wenzel, was gibt es? Nee. Bis später. Genau. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Aber das bringt uns trotzdem jetzt nicht weiter. Und nee, das hier ist immer noch auf. Okay. Also hier können wir Wasser reinbringen. Aber wir müssen Wenzel noch hier vorne hinkriegen. Vielleicht mit einem kleinen Narkotikum irgendwie. Er wüsste damit nichts anzufangen. Ah nein. Natürlich nicht. Wir haben einen Bohrer und wir haben ein Rohr. So spielt man Poker. Ah ne, hier wollte ich ja gar nicht hin. So, zack. Einmal hier hin. Zum Wassertank. Einmal Hahn des Wassertanks betätigen. Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Schnell zu Wenzel. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Ja. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Okay, hier ist klares Wasser. Haben wir die Wünschelrute? Die Wenzel zufällig unbeaufsichtigt lässt. Können wir das Wasser mitnehmen? Ich will mit Wenzels stinkender... Ja, aber das ist doch klares Wasser jetzt. Mann. So, können wir das hier wieder schließen, dass eh nicht geklappt hat? Nein, bringt gar nichts. Okay, ich denke mal, Wenzel ist jetzt oben hier. Oh. Tatsache. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Nummer 63 sind wir. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht. Okay.
Also hier rein. Hallo? Rein da? Hallo? Ah. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Okay. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar. Wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die... Ja, okay. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten... Verdammt. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Ja. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir okay. Geht. Ist noch was? Ja. Und ob. Was denn? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Okay. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Okay.
Das Mädchen. Also hier, zack. Mir geht es noch was? Nichts. Nein, weiter. Nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Okay, wir sind aber noch nicht fertig, denn hier gibt es eine Klinge. Ich glaube, das holt nur ihn da. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, das ist das Symbol auf dem Wassertank und auf der Truhe, die wir von unserem Vater gekriegt haben. Und ein Globus. Was für ein Schrotthaufen. Oh, ein Glas. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Okay, und ein Schlüsselloch? Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Wir haben zufälligerweise einen Dietrich dabei. Ja, das wäre lustig. Hä? Was soll daran denn lustig sein? Steck den scheiß Schlüssel da rein. Oder die Wünscheroute, ist mir egal, was du da reinsteckst. Keine Reagenz, Wasserquelle muss... Dann mache ich eben wieder zu... was ist das hier? Ein Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. M-A-C-H-T-S? G-U-T? I-H-R? Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Mann. Eine Gegensprechanlage. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Weil du eh nichts bezahlst. Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Okay, wir können noch klingeln. Okay, Nanu? Das dachte ich. Er ist weg? Naja, auch gut. Okay. Das Erdmagnetfeld, ein Gerät, na klar. Das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Nehmen wir mit. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld. Ja, ist klar, du musst es nicht mehrmals sagen. Ein Gerät, die Idee. Wir haben ein Erdmagnetfeld. Okay. Vielleicht hatten wir mal die Wünscheroute hier dran. Nein, oh, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Nice. Zufällig einen Schrankschlüssel? Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Aber wir haben hier ein Schlüsselloch, das ich gerne benutzen würde mit dem Schlüssel. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Hey, ist doch was Gutes. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Ist das vielleicht das klare Wasser? Nee. Schade. Der Duft erinnert Dads Aftershave. Schnaps. Kotium und ein Glas, das wir vermutlich für das klare Wasser benutzen werden. Oder so. Okay, wir haben Schnaps. Was uns der Schnaps jetzt bringt, weiß ich allerdings auch nicht. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine... Ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt.
Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Okay, aber wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Deponia. Bis morgen, danke fürs Zusehen und bis dann.